Wo ist wo? Ah! Panik! Jetzt darf ich wieder entgegen, oder? Ich glaube, es ist schon eine halbe Impfung. Ah! Doch, wieder! Morgen, Jungs. Und Mädels. Jetzt spiele ich mal SCP Containment Breach wieder. Bist du in der Reihe? Ich weiß gar nicht, die letzten paar Mal. Guck mal, welche Frage wir in der immer gespielt heutigen Ladezeit beantworten können. Double Penetration. Ja, ich habe auch schon was. Okay, bist du soweit? Ich glaube ja. Start nochmal. So, und zwar möchte Mückenkommando wissen. Was würdet ihr machen, wenn ihr ein beliebiges, etwas unauffälligeres SCP sehen oder treffen würdet? Ein beliebiges, etwas unauffälligeres? Ja, also jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sowas wie SCP-173. Sowas wie dieses Buch. Oder den Ring. Ja, das Buch, das würde ich natürlich lesen, aber nur wenn ich die Pille davor habe. Mich dann du würdest es natürlich lesen, natürlich. Ja. Natürlich, ich auch nicht. Also wenn ich diese Pille hatte, dieses SCP-501, was mich ja von allen Krankheiten dann wieder erlösen würde, dann würde ich dann in das Buch mal gucken, einfach weil es mich interessiert. Zählt dieses J auch als unauffällig? Ja, oder? Denke schon. Und den Ring, den würde ich auch mal anprobieren. Ja, klar so. Ich wäre auf jeden Fall neugierig und würde sämtliche Sachen ausprobieren. Smoke that shit. Yeah. Den Shit würde ich smoken. Haben wir sonst noch eine Frage? Oh, da war's das schon. Das war's schon, gell? Nee, das war schon ziemlich. Ja, guck mal. Ja. Würde ich heute nicht wieder. Scheiße. So, wo muss ich jetzt am Anfang geradeaus? Fuck, Junge! Ich hab nicht die Dinge, ich hab die Custom Map genommen. Nicht? Ich hab nicht random gemacht. Ach so. Ja, wollen wir nochmal? Na gut. Aber nicht, dass es wieder an den. Probieren wir es aus, ob's random war oder ob's hier. Warte mal, was habe ich hier? Die Karte. Weiß schon. Ich weiß schon, ja. Den Button man nicht, ob der Bug random war oder ob es an dieser Stelle liegt. Wir können auch einfach einen anderen Weg nehmen. Weil wir wissen jetzt, wo das funktionierende 914 ist. Weißt du es noch? Nein, das habe ich jetzt bloß so gesagt. Ja, wo bist du jetzt lang gelaufen? In der Mitte erstmal die Karten abholen hier. Nö, ich weiß nicht, dann lauf halt in der Mitte einfach weiter. Ne? Ja. Aber so, wenn es in die Sackgasse kommt, das wäre suboptimal. Warte mal, wo komme ich denn jetzt her? Von da, glaube ich. Dann ist es da lang. Nein. Da lang. Blablabla. Er ist ausgebrochen. Warte! Der ist schon durch die Tür. Ja und? Ach, da ist ja noch eine Tür. Als ob er jetzt kommen würde. Der kommt, Alter. Aus dem Boden. Der kommt. Waren wir da nicht? Ich glaube, das ist der nicht funktionierende. Probier's mal aus. So geil ist der, dass der kommt einfach. In your face. Das klang jetzt ziemlich nah. Egal, hau das Zeug rein. Ja, komm. Passiert schon nichts. Junge, ich krieg da Panik. Also haben wir alles Ryan, Junge! Aus Ryan. Was für es geschrieben wird, ne? Ryan, wie der Name. Aus Ryan. Ich versuche gerade ein bisschen lustig zu sein. Haha. Das ist also der nicht funktionierende. Das ist blöde. Hätte ich vielleicht erstmal probieren sollen. Hast du den Koffer? Bevor ich da alles reinschmeiße. Jetzt habe ich ihn. Nimm mit dem Letzte Hilfe Koffer. Oh, meine Batterien weg. Ich hätte lieber den Zettel weggeschmissen. Oder einen Neff.
Ja, komm, lass es jetzt. Wir haben doch keine Zeit! Ne? Haben wir nicht. So. Was nu? Links würde ich zurückgehen, oder? Weil dieser Weg scheint nicht funktionabel zu sein, sag man das so. Wo meinst du jetzt? Zurück. Da. Ja. Ich glaube schon. Also, warum bin ich denn hier rein? Mausbug. War das nicht? Ja. Das ist der richtige Weg. Da lang. Ah ja, da. Meinst du? Ja. Ist das right? Ja. Halt. Wie? Hä? Wo du wirkst? Was? Wo der hin? Da ist der. Jetzt nach rechts. Umwandler. Jetzt nach rechts. Da. Ja. Wow. Und geh mal den linken Weg dann. Also von der Karte aus gesehen, meine ich. Das heißt, deine Kreuzung nach rechts. Da waren wir dann, glaube ich, noch nicht. Mach mal, Karte auf. Bis dann hier. Siehst du, du bist nicht falsch. Wieso denn? Jetzt nach links. Du hast doch gesagt, ich soll rechts gehen, wenn man vor, oder? Den linken Weg. Achso, den linken Weg. Von der Karte gesehen der linke, also wenn du jetzt so zurückgehen würdest, wäre es rechts gewesen. Jetzt musst du umdrehen. Da kann man mich offen lassen, dann sehen wir nämlich, wenn sich's dreht. Ja, das sieht man auch an dem Earthquake. What? Jetzt kommt es nochmal, oder? Ja, lass es ja. Wir haben genug Karten. Das ist ja genau das gleiche. Das ist eigentlich eine Triple-Penetration. Wenn es drei Wege sind oder nicht. Ja. Mach mal die Karte auf. Die Map, den Navigator. Und was kommt da nochmal? Nee, das war der Weg, den wir vorhin gelaufen sind, oder? Ich glaube, das war der funktionierende 914 hier, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann mach das und geh den. Jetzt können wir eigentlich wieder den mittleren Weg gehen, oder? Oder? Boah, oder? Ey, ich bin überfragt. Oder? Und du willst denselben Weg gehen wie ich das letzte Mal. Unter dem Risiko, dass es wieder abkackt an derselben Stelle. Nee, denselben wie du möchte ich auf keinen Fall. Ja, okay. Dann lasse ich es dir an dieser Stelle mal frei, ob du den mittleren oder den rechten Weg gehst. Mm. Wie du möchtest. Du weißt doch, was passiert, wenn ich selbstständig denke. Was passiert dann? Guck erstmal, ob du eine Omni hast. Ja. Ja, ja. Das wäre jetzt lustig, wenn jetzt 10 Minuten bis zu diesem Zone-Übergang gehen, wenn ich reinkomme, weil du nicht geguckt hast, ob mir eine Omni kam. Ja. Wo kamen wir jetzt her? Von rechts. Da kam er, okay. Ja, dann geh nach rechts. Ja, aber und was ist da? Da ist der Weg, den ich jetzt mal da gegangen bin. Ach ja, stimmt. Das ist der wirklich. Ja. Sag ich dir. Wow. Ah! Okay. Ich glaube, ich muss Blut kotzen. Das war jetzt voll die verzögerte Reaktion. Bei mir zumindest. Also ich hab's gesehen. Und ja, ich habe bestimmt eine halbe Sekunde später erst geschrieben. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 8 Minuten. Ach, das reicht, die Map haben wir schon durchgekaut bis, ja. Bis zum. Und wieder so ein kleines Häppchen für zwischendurch. Ja. Müssen ja nicht immer hier 50 Minuten Folgen sein. Ja. Also wir halten euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden wegen dem Livestream. Da machen wir dann wahrscheinlich am Tag oder am Tag vorher. So ein Announcement-Video. Machen wir einen Tag vorher. Ja. Schauen wir mal, ja. Wie wir es schaffen. Ja. Wenn ich uns auch zeitlich so einrichten will. Nee, es geht dann schon. Ansonsten, ja. Ihr könnt mir auf Twitter followen. Da gibt es dann vielleicht nochmal so einen stündlichen Countdown. Was denn? Ja. Was kann man noch machen? Reicht. Ja, so streicht auf jeden Fall mal das ganze Wochenende, ja, also Freitag, Samstag und Sonntag.
um den 21. Roman, also den 20., 21. und den 22. Könnt ihr dann mit eurem Kalender mit so, ihr wisst schon, Textmarker, Neongrün oder so. Das heißt, es gibt keine Last-Minute-Geschenkkäufe, die müsst ihr jetzt schon kaufen und das Wochenende freihalten. Richtig. Okay. Bald ist Weihnachten. Ja. Okay. Ich bin nicht so der Weihnachtstyp. Aber nein. Hast recht, ja. Hast recht. Das war nur eine Feststellung. Dann wird der Livestream quasi unser Weihnachtsgeschenk an euch. Weihnachtsspecial. Aber eigentlich machen wir das ja, um für 150 Abos zu danken. So. Genug gelabert. Ja, wir jetzt sonst aus. Sehen uns in einer Woche. Bis dahin. Spätestens. Es gibt ja bestimmt noch zwischendrin andere Gameplays. Das sowieso, ja. Dreadout zum Beispiel. Dreadout. Ja. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Bis dahin. Auf Wiedersehen.